Hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Dion Random. Und ich zeige euch heute mal ein richtig tolles Let's Play. Aber wir kommen erstmal dazu, wie ich zu diesem Spiel überhaupt gefunden habe. Und da kommen wir mal hier auf Nosterafu TV, beziehungsweise hier ist Nosterafakt. Nosterafu TV ist so ein YouTuber-Kollektiv, sage ich mal, die einfach Prank-Videos machen. Da zeigen sie immer ihre volle Pranke und dann hauen sie andere Leute. Total witzig, kann ich euch empfehlen. Auf jeden Fall, die haben eine Webseite jetzt, der eigene, das ist nosterafu.tv. Jetzt komme ich durcheinander. Nosterafu.de, nicht TV, ohne TV, obwohl sie Nosterafu TV heißen, das ergibt keinen Sinn, aber wir lassen das mal einfach so stehen. So, hier ist die Seite, ne? Und die haben sie jetzt gerade erst released. Hier sieht man nochmal das Video, auf dem wir gerade waren. Hier, das habe ich gerade zu Ende geguckt. Und dann dachte ich, da muss ich unbedingt ein Video zu machen. Und dann schauen wir mal hier auf der Seite. Und dann haben sie nämlich hier auf ihrer Facebook-Seite, habe ich gerade zufällig auf, einen Bus gemacht. Ab sofort haben wir eine professionelle Homepage. So bin ich auf die Seite gekommen. Interaktion auf Facebook ist für mich immer sehr, sehr wichtig. Ich gebe hier direkt mal einen Daumen nach oben, weil es gefällt mir. So. Und ab sofort haben wir einen Sauprofessor, blablabla. Wer ein Let's Play davon macht, wird in den Credits und auf Nosterafurz verewigt. Und falls ihr das nicht wisst, schauen wir mal hier. Es gibt drei Kanäle quasi von denen. Es gibt Nosterafu TV, das ist das mit den Pranken. Nosterafakt, da zeigen sie ihre primären Geschlechtsmerkmale. Und Nosterafurz, das ist eigentlich der offizielle, inoffizielle, offizielle Hauptkanal. Und da kommen halt wirklich die meisten Videos, wie man hier auch sieht. Hier sind drei, hier ist eins und hier sind zwei. Das bedeutet, am meisten passiert auf Nosterafurz und da will man hinkommen. Wenn man bei YouTube irgendwas erreichen will, dann will man einmal auf Nosterafurz landen. Und deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, jetzt dazu ein Let's Play zu machen. Ich würde jetzt hier nochmal kurz dazu schreiben, einfach was ich davon halte. Und dass ich das jetzt mache, so, abgeschickt, diese Aufgabe nehme ich an, Hashtag nichts leichter als das, weil jetzt kommt ein Let's Play zu was denn eigentlich? So, wir gehen mal hier rüber, auf der Seite im Index, hier sieht man Donatorenwand, alle wichtigen Leute sind da, wirklich, also hier ist wirklich, passiert wirklich einiges, jetzt können wir einmal durchgucken, wo ist denn der Dion Random, ja, hier, der Dion, ja, haben sie nicht mal random dazu geschrieben. Also ich meine, es gibt halt so viele Dions auf der Welt. Ist ein bisschen traurig auch einfach. Also ich meine, da gibt man denen schon Geld. Das werde ich wahrscheinlich auch einfach stornieren dann. Aber darüber reden wir später vielleicht nochmal. So, hier geht man auf Clubputzfrau, wenn man darauf klickt. Ich mache das jetzt mal nicht, weil ich tippe die Seite schon auf. Kommt man hier auf diese hochprofessionelle Seite. Hier oben sieht man das berühmte Game aus 2011, jetzt auch im Browser, ist Free-to-Play, Easy-Going. Früher hat man es mit einer Tastatur gespielt, hier unten sieht man ein YouTube-Video, wie das erklärt wird, mit den einzelnen hier, G für das und hier für das, die da, du. Aber ein bisschen finde ich hier, ein bisschen wie bei Fallout, ne, dass man die verschiedenen Tasten drücken muss und dann passieren die Dinge. So, aber jetzt hier völlig easy, mit der Maus bedienbar, wenn ihr eine Maus da habt. Es geht, glaube ich, auch, wenn ihr dieses, wie nennt man das beim Laptop, ist ja auch egal, Pad. Und jetzt gehen wir hier direkt auf Starten, da geht es auf, da sehe ich 10% Energie, jetzt habe ich gar nichts zu trinken hier. Uiuiui, naja, ist ja auch egal. Wir kriegen das schon durch. So, 10% Energie, 0 Geld. Kloputzen, ich bin eine Kloputzfrau, ich versuche möglichst Cash zu machen. Das bedeutet für mich natürlich, wenn ich das Klo putze, kostet mich das Energie. Aber hier, gut geputzt, der nette Herr hier mag dich, er legt dir einen Zweier hin, 2 Euro auf dem Tellerchen, abgefahren. Das bedeutet aber nicht, dass ich das Geld habe, weil bis jetzt ist es quasi in einer Zwischensequenz zwischen mir, der Kloputzfrau, dem Kunden selbst, der gerade das Klo genossen hat, oder wie ich gerne sage, genostert, und er hat die 2 Euro quasi auf dem Tellerchen vor sich abgelegt, und für mich ist jetzt natürlich die Aufgabe da, Danke zu sagen
Und dann, sobald der weg ist, das da runterzunehmen. Weil wenn die Leute sehen, dass da viel Geld drauf liegt, dann legen die da nichts hin. Weil dann denken die sich, ah, da hat schon jemand bezahlt. Vielleicht hat die Kloputzfrau gute Laune. Vielleicht lässt sie mich so raus, ne? Da muss man natürlich diskutieren. So, Geld vom Klotellchen nehmen, habe ich 2 Euro in mein Tasch gepackt. Und dann putze ich wieder das Klo, 1 Euro auf dem Tellerchen, nehme ich wieder runter. Ich mache das immer gerne, dass ich das abwechselnd so mache, quasi, ne? Aber wie ich schon herausgefunden habe, gibt es keinen Unterschied, egal wie oft man auf Klo putzen geht, es gibt immer ungefähr gleich viel Geld. So, ich habe jetzt 13 Euro bekommen, habe 10% Energie investiert in dieses Geld. Was mache ich mit Geld? Klar, ich bin eine Frau, ich kaufe mir Schuhe, Essen. Ich gehe erstmal was essen. So, jetzt habe ich hier 4 Auswahlmöglichkeiten, aber ich sage euch gleich, ist es vollkommen egal, was ihr nehmt. Aber Pizzaladen ist am teuersten. Da kriege ich für 5 Euro 5% Energie, für 10 Euro 10% Energie, für 20 Euro 20% Energie. 20 kann ich jetzt nicht kaufen. Ich zeige euch mal ganz kurz noch die anderen Sachen. Hier gibt es noch den Eisladen. Hier werde ich mein Kleingeld los. 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. 1 Euro 1% Energie, 2 Euro 2% Energie, 3 Euro 3% Energie. Also ich bekomme hier immer genau das zurück, was ich auch bezahle. Jetzt können wir Pause essen holen, bei Fritz Mitte vorbeigucken. Kleine Pommes, große Pommes, Pommes mit Currywurst. Wie gesagt, alles gleich. Munzo Kebab, vegetarisch Döner, 2 Euro, normal mit alles 4. Ich glaube, die Preise sind halt nicht mehr ganz on point. Also wer jetzt hier mal beim Munzo war, der weiß, das Geld lohnt sich. Da kann man gut investieren. So, ich habe einen vegetarischen Döner. Jetzt habe ich 13% Energie. Jetzt habe ich quasi schon 3% Energie plus gemacht. Dafür, dass ich ordentlich in mich reingefuttert habe. Ja? Und dann würde ich hier das Klo wieder putzen. Ganz einfach. So, 16 Euro vom Tellerchen. Jetzt habe ich 3 Euro plus gemacht. Ich habe jetzt bei jedem Mal 3 Euro plus gemacht. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt jedes Mal mich wieder vollfutter, dann wieder dahin gehe und ich jedes Mal 3 Euro plus mache, das heißt, ich komme da ganz schnell ans Ziel, ne? Das Ziel ist natürlich, möglichst viel Geld zu machen. Das heißt, ich gehe das jetzt immer wieder durch, gehe das immer wieder durch und bin irgendwann bei ganz viel Geld und kann halt mit meinen Freunden teilen. Wie krass viel Geld ich gemacht habe mit Kloputz, Frau. Game, ne? Und jetzt ist hier aber noch eine dritte Möglichkeit. Ja? Außer Kloputzen und das Geld vom Tellerchen nehmen, gibt es noch Leute unter Kloschlitz durchbeklauen. Dann natürlich der Disclaimer, soll man nicht machen, aber wenn man es macht, soll man sich nicht erwischen lassen. So, und das mache ich jetzt einfach mal und zack, ich wurde angezeigt, 8 Euro Strafe. Und ich meine, das ist jetzt die Hälfte von meinem Geld. Aber hier kommt nämlich der Clou. Wenn ich es nochmal mache, fuck, habe ich nochmal 8 Euro verloren, 0 Euro Geld. Aber jetzt kommt nämlich der Clou, jetzt kommt der Clou. Wenn ich, ja, man kann ins Minus gehen. Aber es gibt quasi kein, du hast kein Geld und bist tot. Jetzt zeige ich euch mal was. Also wenn man hier schnell genug drauf drückt, ne, dann geht das einfach, das Geld geht einfach hoch. Das ist halt einfach, es ist noch ein Glitch. Ich weiß noch nicht, wie lange das so drinne bleibt, aber man muss halt wirklich sehr, sehr schnell klicken, sonst. So. 125 Euro. Einfach nur, dass ich das Geld unterm Klostütz geklaut habe. Und es kostet keine Energie. Ne? Wohlgemerkt. Hier auf dem Tellerchen. Achso, Moment. Jetzt will ich auch zurück zu meinen. Nee, ich will zurück zu meinen 125. Sonst. Ach, fuck. Oh, jetzt geht's immer runter. Oh nein. Ja, okay. Ich bleib mal bei 50 Euro. 50, so. Kann ich natürlich hier zum Pizzaladen. So, 50% Energie. Und ich kann hier halt wieder höher gehen. Ah, ui. Oh. Das hatte ich noch nie. Also, dass ich hier im Minusbereich so tief drinne bin. Vielleicht wird es doch irgendwie geregelt. Ah, nee, da war ich wieder drüber. Ich habe da einen schlechten Run gerade. Minus 90 Euro. Da muss ich ordentlich Klo putzen, dass ich da wieder rankomme.
Ja, vielleicht habe ich da einen kleinen Fehler gemacht. Vielleicht habe ich es da ein bisschen versaut. Kann ich euch natürlich nicht ganz so zeigen, was man hier alles Feines machen kann. Ja, ich bin noch im Minus. Das heißt, da komme ich nicht raus, ohne zu klauen. Aber das ist halt realistisch, ne? Also ich meine, wenn du halt quasi kriminell bist und du weißt, ja, ich habe jetzt halt 50 € Schulden. Ich meine, was machst du da? Du kannst nicht arbeiten gehen, weil du kannst ja kein Essen kaufen. Das ist quasi dieser Teufelskreis, ne? Wo die Leute immer sagen, das ist ein Teufelskreis. Und da musst du halt klauen gehen. Und das ist halt realistisch. Also da muss ich nochmal Props an den Designer, an den Entwickler hier geben, weil das ist wirklich, also, ja, jetzt, da komme ich halt nicht mehr raus, ne? Also, ich würde sagen, an dieser Stelle ist das Spiel verloren. Es ist natürlich nicht verloren, es gibt natürlich keine Bestrafung dafür, aber ich meine, ihr könnt mich jetzt hier auslachen, weil ich so schlecht gespielt habe. Ich habe halt einfach alles verzockt. Ich versuche da jetzt noch ein bisschen rauszukommen, aber ich glaube, es sieht halt wirklich nicht gut aus für mich. Oh, vielleicht da nochmal. Da habe ich jetzt. Nee, man. Nee, das. Da muss man jetzt halt wirklich Zeit investieren, ne? Also da müsste ich mich jetzt hier wirklich eine halbe Stunde durchklicken, um halt einfach auf wieder null zu kommen. Und dann könnte ich mich wieder hocharbeiten. Ja, Props an den Designentwickler. Also das Design ist halt on point, ne? Es sieht halt aus wie in der Matrix, es ist in der Matrix. Und man ist ja auch nicht alle Tage eine Kloputzfrau. Und da finde ich auf jeden Fall, ja, finde ich gut. Könnt ihr ja selber mal ausprobieren. Jetzt hier noch zum, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Wenn man das Klo putzt, dann kommen hier mal kleine witzige Texte. Das habe ich natürlich absichtlich ausgelassen, damit ihr, wenn ihr es selber zockt, einfach euch mal auch ein bisschen amüsieren könnt. Auch beim Essen holen. Ich kann ja natürlich jetzt nichts mehr kaufen. Aber ich meine hier, ciao, Pizza Luigi, Bevavore, Margherita. Es ist halt einfach on point, wenn ich hier was bezahle. Und dann sagt er, du bist zu arm, geh arbeiten. Und ich kann halt nicht arbeiten gehen, wenn ich nichts esse. Weißt du, das ist so, das ist dieser Teufelskreis, der einfach dann entstanden ist. An dem Punkt, wo ich jetzt bin, ne? Und ja, das ist jetzt erstmal so das kleinere Prinzip von dem Spiel. Aber natürlich, das hat noch viel mehr Reichweite und viel mehr Größe einfach. Ja, was anderes, was ich euch zeigen wollte, wenn man hier auf der Seite, wollte ich euch auch mal ein bisschen zeigen, einfach. Das inkludiere ich jetzt einfach in dieses Let's Play. Hier sieht man bekannt aus, ne? Facebook. Jetzt fehlt hier natürlich, achso, Moment, das sieht man ja natürlich gar nicht. Warte, ich schiebe uns mal hier ein bisschen zur Seite. So. Da. So, jetzt sieht man es hier. Bekannt aus YouTube, Facebook, Instagram. So, mir fehlt hier natürlich ein bisschen MySpace, weil ich kenne die Leute von MySpace und da waren sie halt echt große Tiere. Also sind sie immer noch, da sind sie on point wirklich. So wie aus den Medien und diversen Sexismus-Skandalen. Da erinnere ich mich noch dran. Da hat Robin seinen Pin. Ist ja auch egal, eine andere Geschichte. Uns Geld geben, Patreon, das ist nämlich eine schöne Sache, die könnte man nämlich noch machen. Da könnte man noch mal kurz ein bisschen drüber reden. Liebe ist, powered by, bla bla bla. Alles Quatsch. Ich schieb mal ganz kurz die Szene wieder rüber, aber wir gehen jetzt mal einfach hier auf die Patreon-Seite, weil da ist mir nämlich auch was aufgefallen. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. So, ich gehe mal hier hoch. Sieht man Nosterafu TV, bla bla. Ich ziehe mal nur mal mein Bild ein bisschen zur Seite, weil sonst sieht man nämlich gar nicht, was ich euch zeigen wollte. So, ich mache mich mal hier ein bisschen kleiner, kleiner, kleiner. So, reicht das? Wunderbar. Und dann scrolle ich mal hier runter. So, und dann gibt es nämlich hier, bla, hier sieht man, wie viel Geld sie bekommen, haben sie super transparent gemacht. Und dann sieht man hier immer den Titel, man ist Noster, man Nosterafu und man zahlt so und so viel im Monat, also 1 Euro, 1 Dollar und dann sind da 39 Leute, die das machen. So. Und dann gibt es hier unten immer einen Reward dafür. Also du wirst in einem Hauptkanalvideo erwähnt, bla bla. Mit jeder eigenen Höhe darfst du Sprachnachricht, MP3 wünschen, Wii-Transfer zukommen, bla bla. So.
gibt es halt immer so ein Reward. Und da habe ich nämlich was gesehen, dass diese Rewards, die wurden halt überarbeitet von dem Robin Noster. Und da gibt es jetzt nämlich was, ich glaube, das ist ein Fehler, aber das werde ich natürlich exploiten. Wer bin ich, wenn ich das nicht exploite? Das ist vielleicht auch einfach ein Glitch. Also vielleicht ist es nur bei mir so, vielleicht ist es bei euch schon gefixt, gehotfixt. Aber also hier 3 Dollar, wenn man hier runter scrollt, dann sieht man halt schon, es wird halt immer teurer, ne? 5, 10, 20, also da kann man auch ordentlich Geld reinstecken in die Nostarafus. Hier 30 Dollar, 444, aber hier unten steht halt what the fuck, ne? Und er ist halt 4 Dollar, was halt super merkwürdig ist, weil alles eigentlich höher geht, aber hier auf einmal steht dann halt 4 Dollar or more per month, was halt totaler Quatsch ist. Macht halt auch keiner, so. Obwohl hier oben halt Leute waren, die glaube ich auch irgendwie hier genau für 5 Dollar 10 Leute, aber hier für 4 den besseren Reward, würde ich sagen, nicht nehmen, ne? Und hier, you are crazy, bla bla bla. Hier, man kann sie treffen, bla, really interested, bla bla bla. Will ja eh keiner, ist ja, wer will den schon treffen, aber. Or, if you don't want to meet us, Robin is gonna get a tattoo of your choice above his ankle. Und ich meine, für 4 Dollar, dass er sich ein Tattoo meiner Wahl machen lässt, ich meine mal ganz ehrlich, also wer hier 4 Dollar nicht zahlt, der ist ja wohl selber schuld, oder? Also wenn ihr das Video jetzt noch seht und es ist vielleicht noch ab, dann würde ich sagen, klickt den Button da drauf und wenn ihr gerade beim Button klicken seid, dann klickt doch mal den Subscribe-Button und liked auch das Video, weil das gibt Interaktion. Und ansonsten verlinke ich euch noch hier alle wichtigen Links, also wahrscheinlich einfach nur nostarafutv.de, damit ihr mal selber euch da einen Überblick verschaffen könnt, wie dieses Spiel so ist. Und auch die Seite und Patreon und so den ganzen Quatsch, ne? In dem Sinne, Daumen nach oben und einen schönen Abend euch noch, Leute. Wie geht denn die Scheiße aus hier?